Leute, wir sind zurück. Animal Crossing New Horizons. Im letzten Part haben wir am selben Tag jetzt, wo ich das aufnehme, also am 22. März, am Sonntag, im letzten Part haben wir Eugene kennengelernt und heute werden wir weiter Unkraut pflücken und solche Geschichten, damit wir die Insel ein bisschen hübscher bekommen. Wir schauen mal. Los geht's. Wir haben eine halbe Stunde Zeit. Let's go. Es gibt immer mehr zu tun auf unserer hübschen kleinen Insel. Gucken wir aber erstmal unten. Genau deswegen wollte ich unten gucken, nämlich wegen der Flaschenpost. Und nochmal, um Muscheln einzusammeln, um dafür ein bisschen Sternis abzukassieren, bevor wir dann anfangen. Weil wir müssen auch nochmal eine Angel machen. Das darf ich nicht vergessen. Oh, wen haben wir denn hier? Die Wellen. Die Wellen sind... Ah, wo ist die Tüte? Ah. Schnarchgeräusche und so weiter. Ah, ein Sturm braut sich zusammen. Festhalten, Männer. Hart Steuerbord, weich Backbord, fast den Mast. Ich will kein Strandgut sein. Lieber Treibgut, das klingt dynamischer. Kann ich den irgendwie aufwecken? Ja, haben alle Schiffszwieback abgeschleckt. Musste die Haltbarkeit prüfen. Hä? Ist die Pizza mit Hering endlich da? Ich habe schon online gezahlt, also... Was? Keine Pizza? Wo bin ich? Wer bist du? Wer bin ich? Oh, Moment. Das letzte weiß ich. Ich bin niemand anderes als Gulliver. Reisende Seemöwe der sieben Weltmeere. Hast du mich gerade die ganze Zeit angestupst? Danke für den Weckruf, sonst hätten die leckeren Halluzinationen wohl nie aufgehört. Kannst du diesem wasserdurchspülten Vogelhirn noch einmal vergeben? Dein stures Starren deute ich mal als ja, uff. Offenbar bin ich wieder mal eingenickt und über die Reling gefallen. Das ist so eine putzige Angewohnheit von mir, passiert ständig. Die anderen Seeleute lachen sich immer in den Mast, wenn ich mal wieder über Bord gehe, ha. Keine Sorge, die Jungs sind in Windeseile hier und holen mich ab. Mein Ass im Flügel, weißt du? Ich rufe einfach schnell um Hilfe, indem ich meinen treuen, praktischen... Was? Mein... Gute Güte! Mein treuer, praktischer Fernsprecher ist kaputt. Das ist weder treu noch praktisch. Mickrige Makrelen, das Ding ist völlig abgetakelt und es fehlen einige Fernsprecherteile. Ich muss also warten, bis mich meine Mannschaft von selbst findet. Hm, das wird dauern. Meine Seemannsmetaphern reichen nur noch für wenige Stunden. Ich heule hier rum wie eine arme kleine Robbe. Suchst du mir bitte meine Fernsprecherteile? Bitte! Ich werde sie suchen. Wirklich? Wow! So einen lieben Empfang hatte ich zuletzt, als ich an Kushikulanien angespielt wurde. Die Fernsprecherteile müssen irgendwo im Sand verborgen sein. Ich brauche nur noch 5 Teile. Wenn du sie findest, packe ich sie wieder hier rein. Zumindest versuche ich es. Meine Mannschaft sucht mich sicher, deshalb bleibe ich lieber hier und halte nach ihrem Schiff Ausschau. Die Jagd nach den Teilen überlasse ich dir. Ich glaube an dich. Oh ja. Ich habe ja auch keine andere Wahl. Danke. Danke, Kumpel, dass du uns so sehr vertraust. So, dann aber weiter. Habt ihr gesehen, wie sich die Schnecke eingekugelt hat? So, ich würde aber gerne nochmal eine Angel bauen. Die Wackelangel ist fertig. Sehr gut. Mehr brauchen wir erstmal nicht. Die Wackelangel war nämlich extrem wichtig. So, Flaschenpost öffnen. Was kriegen wir? An den Leser dieser Nachricht. Diese Bastelanleitung wurde durch eine Szene aus einem Buch inspiriert, das ich zurzeit lese. Ich vertraue meine Idee dem Meer an und hoffe, jemand findet sie. Meine Idee gehört nun dir. Viel Vergnügen, Hanne. Holzwerkzeugkasten. Hm. Ich weiß jetzt, wie man einen Holzwerkzeugkasten herstellt. Cool. So, jetzt müssen wir aber leider wieder sortieren. So,
So, und dann sammeln wir erstmal weiter das Unkraut auf der Insel. So, geh mal weg, Schnecke. Ums Museum kümmern wir uns etwas später. Wir haben jetzt noch eine ganze Menge Unkraut zu sammeln. So, fangen wir an, damit diese Seite der Insel auch schön wird. Außerdem können wir das ganze Unkraut verkaufen. Wir werden zwar jeden Tag ein bisschen auf die Suche gehen müssen nach Unkraut, aber das wird schon. So, damit haben wir diesen kleinen Bereich schon mal wieder sauber. Irgendwo am Strand, sagte er, liegen die Fernsprecherteile, aber sie sind vergraben. Wir können leider noch keine Schaufel bauen, weil ich müsste dafür erst das Holz holen. Hier ist ein Steg. Der wird wohl später noch wichtig werden, gehe ich mal von aus. Und ihr wahrscheinlich auch, ne? So, versuchen wir mal in diesem Part das gesamte Unkraut loszuwerden. Also auf dem Teil der Insel, wo wir jetzt hin können gerade. So, gut, hier ist noch was. Gut, dass wir jetzt diesen Blätterschirm haben, so werden wir nicht mehr nass. Schade, dass der Tag so regnerisch ist. Bei mir jetzt hier zu Hause scheint die Sonne, Leute. Vergesst nicht, wir bleiben zu Hause. Wegen Coronavirus und so ein Scheiß. Also geht bitte nicht raus und zockt lieber Animal Crossing. Euer Inselleben wird euch mehr als genug ablenken. Leute, wenn auch nur meine Frau so spielen würde. So. Weil die hat sich jetzt auch Animal Crossing gekauft und sie spielt das nicht. So, wir haben gleich die Hälfte der Insel schon wieder sauber. Das ist gut. Also ein Großteil der Insel dürfte gleich sauber sein. Da ist auch wieder... Huch, meine Tasche ist ja voll. Was soll ich damit machen? Wieder hinlegen. Gut, da müssen wir erstmal wieder losziehen und Sachen verkaufen und so. Oder können wir noch ein bisschen Unkraut mitnehmen, bis die Taschen voll sind? Stopfen wir uns die Taschen mit diesen widerlichen Pflanzen voll. Dann können wir den ganzen ekligen Kram nämlich loswerden. Gut, hinter dem Baum ist nichts mehr. Hier ist aber noch einiges. Immer hinter die Bäume gucken, sonst könnten wir noch Unkraut verpassen. Wir hätten hier hinten ist auch noch was. Oder auch nicht. Ich hätte aber nicht gedacht, dass es so viel zu tun gibt. Deswegen werdet ihr wahrscheinlich Zeit reisen, anstatt ich. Weil ihr erlebt jetzt an einem Dienstag, das ist schon 2 Tage nach dieser Aufnahme, erst noch den Sonntag. Also wir werden auf jeden Fall nicht jeden Tag machen. Also ich werde mich natürlich jeden Tag einloggen, um unsere Bonus-Noob-Meilen zu holen. Aber ich werde jetzt nicht jeden Tag ein Part dann aufnehmen, sobald ich vorproduziert habe. Also jeden Tag wird es dann nachher nur noch ein Part geben. Und das heißt, es wird sehr langsam dann vorangehen. Aber wir werden vorankommen. So, damit haben wir schon einen Großteil wieder entfernt. Thank you.
So, ja, ich möchte gerne was verkaufen, Kumpel. Diese vier Sachen hätte ich, würde ich gerne verkaufen. Klar, warum nicht? Ich habe Noob-Meilen gekriegt, habe ich oben gerade gesehen. So, jetzt wollen wir aber wieder rüber. Die Äste können wir aber mal mitnehmen. So. Leute, ich schreibe mal in eine, ich war, hab vergessen, was ich gerade sagen wollte. Wow, ich bin mega vergesslich. Krass. So, da liegt noch das Unkraut, was wir eben gerade liegen gelassen haben. Das nehmen wir jetzt mal mit. So, dann müssten wir auch fast alles entfernt haben. Und dann können wir uns daran machen, Materialien zu sammeln. Und das ganze Unkraut erstmal zu verkaufen. Ich war, wie gesagt, ich habe schon eine grobe Vorstellung, wie ich diese Insel gestalten will. So, nur noch ganz wenig Unkraut hoffentlich. So, dann, wir haben es fast geschafft. Yes! Ach nee, haben wir nicht. Wir haben ja gleich nur die erste Hälfte vom Unkraut befreit. Toll, ich habe mich schon so gefreut, aber auf der anderen Seite geht es natürlich sofort weiter. So, hier und das war's dann auch schon fast mit dieser Hälfte des Unkraut-Jätens. Perfekt. Rüber. So, wie gesagt, da oben kommen wir noch nicht rauf. Dafür müssen wir, glaube ich, sogar... Dafür müssen wir erst die Leiter freischalten. Bevor wir weiter in die Insel vordringen können. So, aber wir haben ja hier jetzt noch einiges an Unkraut zu sammeln. Hier ist nichts mehr hinter dem Baum. Ah, ich freue mich, wenn wir die ganze Insel und das Terraforming frei haben. Dann können wir wesentlich mehr auf der Insel machen als sonst. Weil jetzt heißt es erstmal Tiere sammeln, Noob-Meilen machen, viele Sternis ansammeln, Haus abbezahlen, größeres Haus machen und so weiter. Das wird unsere Aufgabe für die nächsten paar Parts werden. Ist sonst nichts mehr. So, aber ich will mir in diesem Part auf jeden Fall mit euch das Unkraut entfernt haben von der Insel jetzt. Den Großteil des Unkrauts. Das ist aber wirklich, muss ich schon sagen, viel Unkraut diesmal. Gucken wir aber mal auf unseren Nuke-Phone.
So, wir haben ja 100 pro irgendwelche Noob-Meilen. Muschelsammler. Sehr schön, weil wir brauchen noch 5000 Noob-Meilen für einen weiteren Inventarplatz. Gut, mehr Noob-Meilen gibt's nicht. Wir haben neue Insekten wahrscheinlich. Zitronenfalter. Ein Döbel. Das ist der Seebarsch. Jetzt die Frage, was haben wir für ein Insekt? Ach, die Kugelassel. Und neue Bastelanleitungen haben wir gekriegt. Holzwerkzeugkisten und Holznachttisch. Den Holznachttisch werden wir uns auf jeden Fall noch machen, weil da stellen wir dann unsere Switch drauf. So, hier ist direkt hinter dem Baum was. Oh, wir waren hier schon. Dann sind wir ja doch jetzt fast durch. Mit dem Unkrautjäten. Endlich! So. Zweimal Unkraut ist hier noch. Ich bin gespannt, wie viel uns das Unkraut gleich bringen wird. Wahrscheinlich eher nichts, ne? Ich kann's mir denken. So. Da ist noch einmal was. Dann haben wir hier oben den letzten Rest. Jäten wir jetzt weg. Nice. Und dann sind wir endlich fertig mit dem Untergrundteil der Insel. Danach gibt es noch den Mittel- und das Obergeschoss. Perfekt. Wir haben alles Unkraut hoffentlich gejätet und es ist nichts mehr übrig. Deswegen laufe ich jetzt nochmal rum. Die Muschel kann ich nochmal mitnehmen. Ne, es ist nichts mehr übrig. Sehr schön. So, dann wird es Zeit, uns diesen Schund zu entledigen. So, ich möchte gerne was verkaufen. Alter. Fünftausend Sternis, das ist nix, ne? Und das gibt Noob-Meilen. Sehr schön. Was ist das? Fange eine Bachschmerle. Okay. Jetzt können wir aber erstmal ein bisschen wieder was abbezahlen. Ich würde gerne Kreditzahlung, Bareinzahlung. Nein. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Sehr schön. Wir haben die ersten 10.000 Sternis abbezahlt und hiervon würde ich gerne 3.000 auf mein Konto machen. So. Noch nichts weiter davon. So, und jetzt können wir uns endlich auf Materialiensuche begeben. Mann, wir müssen ja für den Laden noch einiges sammeln. So, dann wollen wir mal Äxte, die Axt einmal rausholen. Gut.
Mehr gibt's nicht. Dann sammeln wir den ganzen Kram einfach mal ein. Wir brauchen auf jeden Fall ganz, ganz viel Holz. Einmal wechseln. Oho, eine Schnecke. Was genau macht dich denn zur Schnecke? Gut, um Fische werden wir uns kümmern, wenn wir den Laden aufgebaut haben. Wir nehmen erstmal nur alle Insekten mit, die wir kriegen können. So, gucken wir uns aber erstmal um, wo die ganzen Steine sind. Gut, mehr ist da nicht drin. Zweimal Leben brauchen wir noch, dann können wir die Ocarina machen. Die will ich ja die ganze Zeit machen. Ups. Gut, mehr Steine sind hier, mehr ist nicht. Ich glaube, es gibt nur drei Steine auf den Inseln. Also am Anfang auf jeden Fall. So, wir gucken mal weiter, ob wir hier noch ein paar Steinchen finden. Irgendwo vielleicht. Um nochmal uns Leben abzugreifen. Ich glaube aber eher nicht, dass wir das Glück haben, ne? Und auf dieser Seite der Insel noch Steine sind. Ja, wohl eher nicht. Ah, hier ist noch einer. Sehr cool. Der hat uns aber... Oh nein. Oh je, meine Wackelachs hat wohl ausgedient. Toll. Der Stein hat uns nur Stein gebracht. So, ich gucke mich aber nochmal um, ob wir hier noch einen Stein haben. Nee, leider nicht. Das war der letzte Stein. Das heißt, heute auch keine Ocarina. Das heißt, höchstwahrscheinlich erst am nächsten Tag. Aber so viel machen wir auch gar nicht mehr an dem Tag. Wie gesagt, das soll sehr chillig werden. Zwei Parts pro Tag, also zwei Parts pro jeden Wochentag sollte reichen. So, dann brauchen wir erstmal wieder eine Wackelaxt. Und natürlich eine Schaufel. So, perfekt. Jetzt einmal die Wackelaxt hierhin. Steine haben wir mehr als genug. Brudi, Alter. So. Jetzt können wir uns noch ein bisschen gucken, was wir so... Ich habe einen 1000-Sterni-Sack ausgegraben. Ich habe Noob-Meilen gekriegt.
glaube, doch immer noch. Da, Geldgräberstimmung. Sehr cool. So, und dann geht's aber mal rüber. Ja, wir wollen ja noch ein paar Fossilien holen. Ich habe ein Fossil ausgegraben. Ich habe ein Fossil ausgegraben. Nice. Irgendwas ist wieder mit Noob-Meilen los. Fossilienfund. Nice, uns fehlen nur noch 2000 Noob-Meilen, dann können wir unser Inventar erweitern. So, jetzt will ich nochmal auf der Seite gucken, ob wir hier irgendwas ausgraben können. Ja, können wir. Scheiße. Müssen wir halt leider nochmal vergraben und gleich abholen. Wir müssen erstmal zu Eugene. Das machen wir jetzt noch in dem Part. Das heißt, wieder viel lesen. Der Part wird ein bisschen länger gehen, aber ich denke mal, das stört euch nicht. Weil ihr scheint Animal Crossing ja zu mögen. Und das freut mich halt wirklich sehr, wenn ihr Animal Crossing mögt. Weil ich freue mich, ich habe mich genauso auf das Projekt hier gefreut. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie etwas stiften möchten oder Hilfe benötigen. Ich helfe gern. Ich will etwas stiften. Fabelhaft. Was gedachten Sie uns denn zur Verfügung zu stellen? Erstmal die Schnecke. Oh nein, eine Schnecke. Wieso muss man mich derart peinigen? Die Frage muss gestellt werden. Wünschen Sie wirklich mehr über dieses Exemplar zu erfahren? Lass hören. Oh, ach so. Gut, wenn das so ist. Schnecken sind zugegeben keine Insekten, doch sie sind ganz genauso abstoßend. Schnecken sind Weichtiere und werden mit einem Gehäuse geboren, das sie nicht ablegen können. Stattdessen wächst ihr Schneckenhaus mit. Auf die Dauer wird das sicher ganz schön schwer. Daher brauchen sie wohl auch eine Schleimspur, um sich leichter fortbewegen zu können. Welch abstoßende Transportmethode. Na, in jedem Fall, allerherzlichen Dank für Ihre wuhundervolle Spende. Insekten mögen zwar mein gar furchtbarster Albtraum sein, doch ich gebe gut auf den Krabbler Acht. Wenn ich so frei sein darf, Sie hätten nicht vielleicht noch eine Spende, die Sie mir übergeben würden? Ich habe etwas. Fabelhaft, was gedachten Sie uns denn zur Verfügung zu stellen? Ohne Zweifel, hierbei handelt es sich um ein Fossil. Wie wundervoll, wie vortrefflich, auf meine Intuition war Verlass. Es gibt Fossilien auf dieser Insel. Doch, ich schweife ab. Zurück zu Ihrem Fund. Ich muss ihn sofort analysieren. Dann wollen wir doch mal sehen. Dies hier ist ferner auch nur des geringsten Zweifels ein Quetzalcoatlusflügel rechts. Jawohl. Bei meinen Schwungfedern, welch fabelhaftes Fossil. Dieser Quetzalcoatlusflügel eher wäre ein gewaltiger Schritt hin zur Eröffnung des Museums. Wenn ich so frei sein darf, würden Sie es in Erwägung ziehen, dieses Fossil der guten Sache zu spenden? Ich stifte es. Welch Segen. Ich kümmere mich sofort um Ihre großzügige Spende. Haben Sie vielen Dank. Welch Wonne, Sie verwöhnen mich. Ein Quetzalcoatlusflügel eher in solch tadellosem Zustand. Sie wollen doch sicher etwas prickelndes Faktenwissen zu diesem aufregenden Stück hören, oder? Aber sicherlich. Prächtig, vorzüglich. Sie werden es nicht bereuen. Nun denn. Das ist ein Quetzalcoatlus, der unumstrittene Herrscher der Lüfte. Zumindest in der späten Kreidezeit. Er hatte eine enorme Flügelspannweite von 11 Metern oder mehr. Eines der größten Flugtiere jemals. Majestätisch, wie sein Flug zweifellos war, wissen wir, dass er auch auf allen Vieren laufen konnte. Etwas enttäuschend, oder? Nicht dieser Gott der Lüfte kriecht am Boden wie ein gemeiner Käfer.
Was sagt man so schön? Man sollte es tunlichst vermeiden, seine Helden aus der Nähe zu sehen. Und das war's. Ich hoffe, meine bescheidenen Ausführungen waren erhellend. Gut, dann nehme ich Ihre ungemein großzügige Spende mal entgegen. Vielleicht finden sich ja auch die verbleibenden Teile und das Fossil, erstrahlt dereinst in voller Pracht. Ha, ich danke Ihnen jedenfalls von ganzem Herzen. Nun gut, sehen wir einmal. Das Fossil, das Sie mir gebracht haben. Nur ein Spezialist wie ich kann ein unbekanntes Fossil analysieren und feststellen, worum es sich handelt. Bringen Sie mir bitte von nun an alle Fossilien unbekannten Ursprungs, die Sie finden. Ob Sie sie dann stiften möchten oder nicht, bleibt Ihnen überlassen. Egal wie Sie sich entscheiden, mir ist es immer eine große Freude, Ihre Fossilien zu analysieren. Dank dieser Spende benötigen wir nur noch 8 von, um das Museum eröffnen zu können. Unnötig zu erwähnen, dass ich weiteren Ihrer Fundstücke mit Vorfreude entgegensehe. So, dann holen wir erstmal das andere Fossil und dann habe ich noch eine ganze Menge vorzulesen. Mein Gott, irgendwann werde ich noch meine Stimme verlieren. Ich sag's euch, Leute. Mit diesem Scheiß hier. Aber ich freue mich sehr auf dieses Projekt, wirklich. So, einmal rüber. Und dann holen wir uns jetzt endlich das Fossil hier ab. Ich habe ein Fossil ausgegraben. Nice. Einmal dicht machen. So. Und weiter geht's. Wieder rüber. Wir scheinen soweit alle Fossilien zu haben. Dann geben wir die aber auch nochmal ab. So, mal, ich hoffe mal, es sind alles neue Fossilien. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie etwas stiften möchten oder Hilfe benötigen. Ich helfe gern. Ich werde etwas stiften. Ich bedanke mich. Aber nanu. Ach so, okay, ich muss erst das Fossil. Fossilien bedürfen zunächst jedoch einer Prüfung durch meine Wenigkeit. Sollten Ihnen ein Relikt unbekannten Ursprungs in die Hände fallen, analysiere es gern für Sie. Danke. Fossilien analysieren. Was darf ich für Sie prüfen? Juhu, Vorfreude. Nicht nur ein Fund, sondern gleich mehrere. Dann mal rasch ans Werk. Welch Glücksfall. Nicht eines dieser Stücke haben wir bereits in unserer Sammlung. Sie sind ja nicht nur eine Spürnase, Sie sind eine richtige Entdeckerin. Ich bin furchtbar neidisch. Vielleicht sind Sie ja bereit, diese Stücke zum Ausbau des Museums zu spenden. Hier, ich gebe sie Ihnen zurück. Aber denken Sie vielleicht doch mal über eine kleine Spende nach. Kann ich Ihnen noch mit irgendwas anderem behilflich sein? Ich werde was stiften. Fabelhaft. Was gedachten Sie uns denn zur Verfügung zu stellen? Deinonychus-Schwanz. Hat man Worte? Das ist ein Deinonychus-Schwanz. Welch Wonne, Sie verwöhnen mich. Ein Deinonychus-Schwanz in solch tadellosem Zustand. Sie wollen doch sicher etwas prickelndes Faktenwissen zu diesem aufregenden Stück hören, oder? Aber sicherlich. Prächtig, vorzüglich. Sie werden es nicht bereuen. Nun denn. Vielleicht haben Sie von Deinonychus noch nichts gehört, doch ganz sicher von seinem Cousin, Velociraptor. Beide Raubtiere zeichnen sich durch ihre enormen Zehenkrallen aus. Sie hatten aber wohl auch Federn. Worin unterschieden sie sich? In der Größe. Deinonychus war bis zu 3,4 Meter lang und wog um die 70 Kilo. Der kleinere Velociraptor andererseits wurde nur 50 Zentimeter groß und 15 Kilo schwer. Man hört immer wieder, dass Leute überrascht darüber sind, wie klein Berühmtheiten wirklich sind. Und das war's. Ich hoffe, meine bescheidenen Ausführungen waren erhellend. Gut, dann nehme ich Ihre ungemein großzügige Spende mal entgegen. Vielleicht finden Sie sich ja auch die verbleibenden Teile und das Fossil erstrahlt dereinst in voller Pracht. Ich danke Ihnen jedenfalls von ganzem Herzen. Wenn ich so frei sein darf, Sie hätten nicht vielleicht noch eine Spende, die Sie mir übergeben würden? Ich habe etwas. Fabelhaft, was gedachten Sie uns denn zur Verfügung zu stellen? Ankylosaurus-Schwanz. Hat man Worte? Das ist ein Ankylosaurus-Schwanz. Welch Wonne, Sie verwöhnen mich. Ein Ankylosaurus-Schwanz in solch tadellosem Zustand. Sie wollen doch sicher etwas prickelndes Faktenwissen zu diesem aufregenden Stück hören, oder? Aber sicherlich. Prächtig, vorzüglich. Sie werden es nicht bereuen. Nun denn.
Ankylosaurus war ein Pflanzenfresser. Der Grasgladiator, der grüne Hühne der Kreidezeit. Mit seiner Schwanzkeule, seiner schweren Rüstung und seinen, ja, Hörnern war eine Naturgewalt. Doch es kommt noch besser. Manchen Theorien zufolge hat er sogar aktiv Fressfeinde angegriffen. Man stelle sich ein solches Verhalten bei einem Pflanzenfresser vor. Das ist der Stoff, aus dem Legenden sind. Und das war's. Ich hoffe, meine bescheidenen Ausführungen waren erhellend. Gut, dann nehme ich Ihre ungemein großzügige Spende mal entgegen. Vielleicht finden sich ja auch die verbleibenden Teile und das Fossil erstrahlt der einst in voller Pracht. Ha, ich danke Ihnen jedenfalls von ganzem Herzen. Wenn ich so frei sein darf, Sie hätten nicht vielleicht noch eine Spende, die Sie mir übergeben würden? Ich habe etwas. Fabelhaft, was gedachten Sie uns denn zur Verfügung zu stellen? Ankylosaurus-Schädel. Hat man Worte, das ist ein Ankylosaurus-Schädel. Welch Wonne, Sie verwöhnen mich. Ein Ankylosaurus-Schädel in solch tadellosem Zustand. Sie wollen doch sicher etwas prickelndes Faktenwissen zu diesem aufregenden Stück hören, oder? Aber sicherlich. Prächtig, vorzüglich. Sie werden es nicht bereuen. Nun denn. Ankylosaurus... Ach so, gut, das hatten wir schon. Das brauche ich jetzt nicht nochmal lesen. Gut, dann merke ich mir das fürs nächste Mal. Dass bei den gleichen Dinos, die wir schon haben, immer die gleichen Geschichten kommen oder Fakten. Vielleicht finden sich auch die... Ja, gut. So, das war dann erstmal alles. 5 Funde noch. Unnötig zu erwähnen. Ja, ja, komm. Geh weg. So, der Part geht wieder schon viel zu lange und ich weiß nicht, ob ihr im 40-Minuten-Part unbedingt sehen wollt. So, dann gehen wir zu unserem Haus, wie man es halt normal macht. Und dann sind wir für heute leider auch schon durch. Ich könnte zwar jetzt noch sehr, sehr viel weiterspielen, aber... Alles langsam, das soll ein chilliges Projekt werden und wir wollen hier nichts mit Stress machen. Wir haben alle Zeit der Welt hier in Animal Crossing. So. Haben wir sonst noch was zum Aufbauen? Nein. Dann werde ich mich jetzt schön an meine Nintendo Switch legen und das Radio anmachen. Und ins Bett legen und dann zocken. Das geht nicht. Dein Ernst jetzt? Ah, okay. Oh nein, das Bett steht falsch rum, oder? Deswegen geht das nicht. Kleinen Moment, Leute. Ich kümmere mich drum, bevor wir speichern. So müsste es richtig sein. Yes. Leute, dann beende ich den Part an der Stelle hier. Der ging auch lange genug. Wir haben unsere ersten Fossilien gefunden. Den Rest der Insel haben wir vom Unkraut befreit. Und jetzt gucken wir dann mal, was am nächsten Tag dann so abgeht. Ich bedanke mich hier bei euch fürs Zuschauen. Liked dieses Video und abonniert den Kanal für mehr Animal Crossing oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!